So, also wir haben uns entschlossen, die Division mit Rest einfach zu verbessern. Wir schreiben nicht mehr Rest 1, sondern wir schreiben zum Beispiel dahinter plus 1 durch 3. Was das heißt, ich zeige es mal ganz kurz. Bisher haben wir ja gesagt 27 durch 5, naja, ich mache das mal mit einer schriftlichen Division. Übrigens, wer das nicht mehr weiß, hier auf diese Links achten, hier oben, Link I, ne, da ist so ein I drin, mit dem Finger drüber, mit der Maus drüber gehen, das Video wartet dann hier. Also, nochmal schriftliche Division, 27 durch 5, die 5 passt in die 27 5-mal rein, 5 mal 5 ist 25, ne, dann rechnen wir genau und ziehen das dann ab, dann bleiben 2 übrig und dann haben wir bislang geschrieben, diese 2, die kann man ja nicht mehr durch 5 teilen, Rest 2, gefällt mir nicht so. Nicht nur mir, den Schülern auch nicht mehr. Wir machen es mal anders. Gleiche Vorgehensweise, 27 und so weiter und so fort. Und jetzt bleiben 2 übrig und dann sagen wir, okay, wenn ich die so direkt nicht teilen kann, dann schreibe ich, okay, 5 und dazu, dazu heißt nämlich Plus, und dann schreibe ich 2, die ich noch durch 5 teilen muss. Nebenbei, das heißt auch 2 Fünftel. Okay, haben wir in unseren Klassen geklärt, ist nicht das Problem. 5 plus 2 Fünftel. Was der Bruchstrich bedeutet? Der Bruchstrich bedeutet eigentlich bloß genau das gleiche wie so ein Doppelpunkt. Auch nochmal einen Link dazu, geht 10-mal besser. Wenn ich dieses Ergebnis nehme und sage, ich möchte mal ausprobieren, ob das stimmt, dann sage ich, naja, gut, die Probe. Gucken wir uns mal die nächste Seite an. Ich habe das schon mal vorbereitet. Beispiel, ich habe hier 13 durch 3 geteilt, ist 4 plus, ja, plus ist wichtig, und 1 durch 3, also 4 plus 1 Drittel. Und wenn ich eine Pizza durch 3 Teile teile, dann kriege ich eine Drittelpizza für jeden. Nochmal, denkt an den Bruchstrich und an den Link hier oben, könnt ihr ruhig hingehen. Machen wir mal die Probe mit der Variante hier, mit dieser. Dann kann ich sagen 4 plus 1 Drittel, das schreibe ich in Klammern, nehmt das mal 3. Distributivgesetz, glaube ich, heißt das. Und dann sage ich, okay, 4 mal 3 ist 12, jetzt kommt das Plus. Und 3 mal 1 Drittel sind 3 Drittel und 3 Drittel ist nämlich 1. Also kommt wieder 13 raus. Ich habe sogar einen ganzen Kurs für Bruchrechnen, also für die höheren Klassen, wer sich das nochmal angucken will. Ne? Also geht wunderbar. Wenn ich das hier mit dieser Methode versuche, also 4 Rest 1, das mal 3 zu nehmen, ich weiß nicht, 4 mal 3 ist 12, aber 1 mal 3 ist 3, einfach schlecht. Leute, das bis dahin, das lassen wir mal. Natürlich fragt sich immer jeder, wozu. Das ist jetzt für die höheren Klassen, na, für Polynomdivision. Und da werde ich dann gleich drauf eingehen. Aber das mache ich im nächsten Video. Gut, also, bis später. Tschüss.